Guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Folge von CSM Explained, das Vector CSM E-Mobility Messsystem. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Johann Matte und ich arbeite seit über 2 Jahren als Manager E-Mobility bei der CSM. Ich bin seit 30 Jahren in der Messtechnikbranche, unter anderem für Unternehmen wie Wendel und Goldemann, Acterna oder Yokogawa. Dabei habe ich schon einige technologische Wandel hautnah miterlebt. Und die Elektromobilität ist wieder so ein spannender Transformationsprozess. Die Unternehmen, die Partner Vector und CSM haben sich dazu eng zusammengeschlossen und das E-Mobility-Messsystem entwickelt, um den jetzigen und kommenden Herausforderungen zu begegnen. Es geht heute also darum, wie wir systematisch oder anders ausgedrückt mit System messen. Aber zunächst zu den Herausforderungen. In einem Elektrofahrzeug oder in einem Elektrolastkraftwagen oder in einem Hochvoltbordnetz haben wir es mit vielen verteilten Messstellen zu tun. Wir wollen so nah wie möglich an der Sensorstelle messen, um Störungen auf das Sensorsignal zu vermeiden. Das heißt, wir wollen dezentral und verteilt modular messen können. Außerdem wollen wir die physikalischen Messgrößen synchron erfassen und insbesondere, wenn es um Leistungen und andere Parameter in der Elektromobilität geht, wollen wir Strom und Spannung absolut synchron abtasten. Aber darüber hinaus benötigen wir natürlich auch für die Diagnose des Fahrzeugs einen Blick in die Steuergeräte und in die Fahrzeugbusdaten. Ja, und nicht zuletzt wollen wir auch Datenlogger einsetzen, beispielsweise bei Fahrversuchen. Schauen wir uns das E-Mobility-Messsystem einmal im Gesamtüberblick an. Sie sehen hier Werkzeuge in Blau und Rot von CSM und Vector in einem Schichtenmodell. Wir haben auf der einen Seite ein E-Mobility-Basismesssystem. Wir haben daneben Schnittstellen von Vector und Datenlogger von Vector und CSM und darüber das Datenanalyse, die Datenanalyse-Software und das Datenmanagement. Jetzt schauen wir uns zunächst das E-Mobility-Basismesssystem genauer an. Das heißt, wir haben hier die Datenerfassung, die Visualisierung und die Online-Datenverarbeitung und alle Berechnungen. Wir erfassen hier auf der unteren Ebene mit Sensoren, alle handelsüblichen Sensoren beispielsweise oder Hochvoltsichere von CSM, die Messgrößen, die physikalischen Messgrößen mit unseren Messmodulen. Hier sind einige Vertreter aufgeführt. Wir haben auf der einen Seite konventionelle Messmodule über CAN, wir haben schnelle EtherCAT-Messmodule. Oder wir haben die Vertreter auch in einer hochvoltsicheren Messversion. Wir haben Breakout-Module zur direkten Messung in der Hochvoltleitung. Und damit gehen wir in die Datenerfassungssoftware VMeasure Expert hinein mit der E-Mobility Analyzer-Funktionalität, auf die ich später noch zu sprechen komme. Das wollen wir jetzt auf einen Antriebsstrang anwenden. Wir wollen also einen Antriebsstrang prüfen. Wir haben einen Elektromotor. Der Elektromotor ist an einer Last gekoppelt, beispielsweise an einer Lastmaschine auf dem Prüfstand. Wir haben einen Inverter zur Steuerung des Elektromotors und wir haben die Energieversorgung, beispielsweise die Fahrzeugbatterie oder einen Batteriesimulator in einem Prüfstand. Wir wollen Strom und Spannung absolut synchron messen und abtasten. Das machen wir mit einem Breakout-Modul, das wir in die HV-Plus- und HV-Minus-Leitung zwischen Batterie und Inverter einfügen. Einfügen ist hier sprichwörtlich. Sie können von CSM ein Stecksystem mit dem Breakout-Modul erhalten und dann ist die Installation recht einfach. Dann möchten wir auch noch die Drehzahl und das Drehmoment erfassen. Das machen wir an der Messwelle zwischen E-Motor und Lastmaschine mit einem konventionellen Zählermodul. Und
lassen Sie uns auch noch die Temperaturen erfassen, und zwar vom Inverter und vom Elektromotor oder sogar im Inverter und im Elektromotor. Dann machen wir das hochvoltsicher mit Temperaturmessmodulen, Minimodulen von CSM. Und nicht zuletzt haben wir auch eine Testprüfungsaufgabe. Beispielsweise, wir wollen den Wirkungsgrad des Antriebsstrangs bestimmen. Das heißt, wir benötigen die mechanische Ausgangsleistung im Verhältnis zur elektrischen Eingangsleistung. Diese Berechnung, die führen wir später durch oder auf unserer Ebene des Datenerfassungssystems. Aber lassen Sie uns zunächst die Messketten bilden. Das heißt, vom Motor, das Zählermodul und das Temperaturmessmodul über CAN und am Inverter das Temperaturmessmodul ebenfalls über CAN und von dem Breakout-Modul geht es schnell über EtherCAT. EtherCAT ist ein Standard aus der Automatisierungstechnik, wie er eben auf Prüfständen ebenfalls angewendet wird. Und er bietet eine sehr gute Synchronisation, besser als eine Mikrosekunde. Wir machen die Bündelung und die Synchronisation über ein Gateway, XCP-Gateway. Das heißt, wir benutzen also den Standard, der heute üblich ist, zur Fahrzeugentwicklung. Wir gehen über einen normalen Port zum Messrechner, zum PC, und auf der XCP-Ebene gewährleisten wir die Synchronisierung über das Precision Time Protocol, ebenfalls mit einer höchsten Genauigkeit nach IEEE 1588. Sie sehen hier einen Vertreter vom XCP-Gateways mit 4 EtherCAT-Eingängen. Sie können also sehr schnell bis zu einem Megasample unterschiedliche Ethernet-Ketten anschließen oder mehrere Breakout-Module. So, gehen wir also in die Datenerfassungssoftware vMeasure Expert hinein. Die besitzt diese E-Mobility Analyzer-Funktionalität. vMeasure Expert ist eine sehr performante Datenerfassungssoftware zur gleichzeitigen Verarbeitung von Steuergerätedaten, von Busdaten, von Messsystemen, von Online-Berechnungen oder für Online-Berechnungen und bietet die multiple Visualisierung aller dieser Größen. Die Performance kommt von der Multithreading-Funktionalität, die hineinentwickelt wurde, um parallel sehr viele Messkanäle zu verarbeiten, also zum Beispiel 1000, ja, und Berechnungen durchzuführen. Diese Berechnungen benötigen wir ja im Speziellen für die Analysen, die wir in der Elektromobilität benötigen. Beispielsweise Leistungsanalysen an Elektromotoren, an Invertern. Wir wollen die Wirkleistung, die Scheinleistung und die Blindleistung berechnen, Leistungsfaktoren. Wir wollen aber auch Größen von Strömen und Spannungen berechnen, also beispielsweise die Spannungswelligkeit im Hochvolt-Bordnetz. Ja. Oder wir wollen genau den Energieverbrauch bestimmen. Das macht der E-Mobility Analyzer und er stellt eine Funktionsbibliothek innerhalb von vMeasure Expert dar, die genau abgestimmt ist auf die CSM-Module. Hier sehen Sie ein Fenster von so einer Analyse, wenn wir jetzt beispielsweise zwischen dem Inverter und dem Elektromotor messen wollen. Wir messen also an den drei Phasen des Elektromotors die Wirkleistung, die Scheinleistung und so weiter. Und wir lassen uns auch die Kurvenzüge der drei Phasen von Strom und Spannung anzeigen. Der Anschluss ist ganz einfach und diese Messaufgabe und auch die Leistungsmessung, die werden wir in der übernächsten Folge von CSM Explained genauer besprechen. Deshalb werde ich heute nicht so tief darauf einsteigen. Schauen wir uns also nochmal das gesamte Messsystem im Überblick an. Wir haben also einmal die Messung der elektrischen Eingangsleistung, die Messung der mechanischen Ausgangsleistung. Wir bestimmen parallel die Temperaturen von Elektromotor in Inverter. Wir gehen über die üblichen Busse, beispielsweise auf Prüfständen, EtherCAT und CAN, über in XCP, über das Gateway, in den Messrechner.
Hier oben sehen Sie als Referenz immer noch, wo wir uns gerade befinden. Aber lassen Sie uns im nächsten Schritt einfach noch ein bisschen mehr analysieren. Wir wollen jetzt auch noch einen Blick in die Steuergeräte und Busdaten haben. Dazu nehmen wir einen Vertreter aus der Werkzeugkiste hier. Die VX-Familie sind die Module und Schnittstellen für den Blick in die Steuergeräte. Wir fügen also in unser Messsystem ein VX-Interface mit ein und schließen es an die Plug-on-Device-Schnittstelle des Steuergerätes. Des Steuergerätes vom Inverter beispielsweise, das ja den Motor steuert. Die VX-Schnittstelle ist gleichzeitig angeschlossen oder verbunden mit dem XCP-Gateway und verarbeitet also auch diese Daten. Und wir gehen damit in den Messrechner. Hier sind einige Eigenschaften zur VX-Familie. Wir können an mehreren Steuergeräten messen. Wir haben einen Zugriff auf den Steuergerätespeicher und so weiter. Und parallel verarbeitet es eben auch die Busdaten. Das heißt, wir wollen jetzt im nächsten Schritt auch noch die Busdaten mit hinzunehmen. Und das machen wir mit einem Vertreter der VN-Familie. Wir wollen also jetzt einen Blick auf die Protokollebene der Fahrzeugbusse haben, eines entsprechenden Busses, der beispielsweise für den Antriebsstrang hier arbeitet, ob es eben FlexRay oder Automotive Ethernet oder CAN-FD ist. Sie suchen sich die entsprechende Schnittstelle der VN-Familie heraus und schließen es ebenfalls an die VX-Schnittstelle an. Und dann haben wir die komplette Messkonfiguration zur Erfassung der physikalischen Messdaten, zur Erfassung der Steuergerätedaten und zur Erfassung der Busdaten. Die Analyse führt VMeasure Expert durch. Und jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Lassen Sie uns dasselbe auch noch mit einem Datenlogger machen. Sagen wir, wir haben das Fahrzeug vorbereitet in der Werkstatt. Die Module sind installiert. Wir wollen jetzt aber einen Fahrversuch machen mit einem installierten Datenlogger. Und das soll auch noch autonom passieren. Das heißt, wir sehen uns wieder unsere Messkonfiguration an. Und anstatt einem Messrechner, der vielleicht im Prüfstand installiert ist und mit dem Prüfstandsautomatisierungssystem verbunden ist, ersetzen wir jetzt diesen Messrechner einfach mit einem Smartlogger aus der VP-Familie, auf dem VMeasure Log arbeitet. Der Smartlogger kann autonom arbeiten. Hier ist ein sehr performanter Smartlogger dargestellt. Die Smartlogger mit VMeasure Log haben ebenfalls die E-Mobility Analyzer Funktionalität mit an Bord. Das heißt, sie führen ebenfalls alle Berechnungen durch. So, hier wieder die Gesamtkonfiguration. Wir sind jetzt also beispielsweise autonom im Fahrzeug mit dem Smartlogger und der gesamten Messkonfiguration zur Analyse der physikalischen Parameter, der Steuergerätedaten und der Busdaten. Wir zeichnen alles automatisiert auf. Wir lassen auch die E-Mobility-Messparameter wie Leistung, Wirkungsgrad und so weiter alles automatisch berechnen. Wir können die Messergebnisse mitverfolgen auf einem Tablet beispielsweise über eine Wi-Fi-Schnittstelle oder mit einem Notebook. Und Sie sehen auch hier den Nutzen. Wir haben dieselbe Messkonfiguration, die wir vorher auf dem Prüfstand beispielsweise benutzt haben, jetzt auch im Fahrzeug und benutzen sie mit dem Smartlogger. Jetzt haben wir noch nicht besprochen die Unican Smartlogger der Familie von CSM. Die werden wir in einer Extra-Folge von CSM Explained besprechen.
Ich gehe jetzt direkt über auf die Datenanalyse und das Messdatenmanagement. Die Datenanalyse machen wir mit vSignalizer. Das ist eine sehr performante Software für das Data Mining. Sie ist optimiert für mehrere große Messdateien. Beispielsweise, wenn wir die Analyse machen von dem Antriebsstrang, aber wir haben auch Analysen beispielsweise vom Batteriemanagement und wir wollen jetzt diese Messdateien vergleichen. Das machen wir beispielsweise mit vSignalizer. Hier ist eine Analyse dargestellt das ist die Ripple-Analyse, wenn wir beispielsweise das Hochvolt-Botnetz bewerten wollen in der Qualität. Ja. Dann schauen wir uns die Spannungswelligkeit an, ob die nicht zu hoch ist. Und hier ist eine Klassifizierung der Ripple über die Drehzahl dargestellt. Wenn wir jetzt Flottenversuche beispielsweise und Fahrerprobungen größeren Stil machen oder wir haben viele Prüfstandsläufe, dann brauchen wir eine Messdatenmanagement-Software. Wir wollen vielleicht automatisch abspeichern in der Cloud und wir wollen während des Fahrversuchs direkt verbunden sein. Wir wollen vielleicht auf Servern abspeichern und wir benötigen auch einen sicheren Zugang und ein komfortables Suchen in den Indizes und ein automatisches Reporting. Dann machen wir das über VMDM. So, wir haben jetzt die Werkzeugkiste unseres Vector CSM E-Mobility Messsystems einmal durchgesprochen. Sie haben alles kennengelernt. Dieses Messsystem ist skalierbar von Hunderten von Sensoren auf Hunderte von Messmodulen. Sie können die Vertreter hier einsetzen, die so performant sind, dass wir sie auch gleichzeitig erfassen, entweder mit dem Analysesystem oder mit dem Datenlogger. Und Sie werden sich vielleicht fragen: Ja, ich habe ja schon Messmodule von CSM und ich habe schon Software von Vector, ja, aber vMeasure Expert nicht, sondern ich arbeite ja mit Canapé beispielsweise, weil ich auch konfigurieren muss. So, dann die gute Nachricht: Das Messsystem ist in gleicher Weise auch in Canapé so verfügbar. Das heißt, wir haben die gleiche Oberfläche. Wir haben auch den E-Mobility Analyzer mit an Bord. Ja, er ist integriert und auch Smart Logger sind mit Canapé Log mehr oder weniger verfügbar. Wir haben eben dann die zusätzliche Möglichkeit der Kenngrößenverstellung. Hier ist ein Beispiel in der Grafik dargestellt. So, hier ist noch ein Überblick über die Eigenschaften und die Vorteile des E-Mobility-Messsystems. Wir haben also gesehen, wir können es in gleicher Weise im Prüfstand und im Fahrzeug anmelden. Es ist dezentral skalierbar. Wir haben die synchrone Erfassung von Messdaten aus den Fahrzeugbussen, aus den Steuergeräten und für das physikalische Erfassen von den Messgrößen. Wir haben auch die direkte Messung der Ströme und Spannungen in der Hochvoltleitung. Wir haben die Echtzeitleistungsanalyse und da kann man sagen, die vielkanalige Echtzeitleistungsanalysen in allen Komponenten des Fahrzeugs und die Auswertung. So, und vielleicht noch ein Nutzen von unserem Messsystem, der nicht nur für uns CSM und Vector, sondern auch für Sie als Kunden wichtig ist. Die Eigenschaften und die Anwendungen, die heute aufgeschlossen sind, beispielsweise im E-Mobility Analyzer, ja, die helfen Ihnen direkt in der Arbeit. Sie stammen alle aus Anwendungen von unseren Kunden, also sind gemeinsam mit unseren Kunden also ausgearbeitet und Sie erhalten auch ständig weitere Funktionen über die Software-Releases. Wenn Sie also selber irgendwelche Anforderungen haben, dann sprechen Sie uns gerne an.
CSM erschließt weiter Anwendungen mit neuen Messmodulen, beispielsweise die Schirmstrommessung oder die dreiphasige Messung an Elektromotoren.